Hallihallo, hier ist der Disiax und der Gusor. So sieht's aus, ganz genau. Wir haben schön die Bildschirmübertragung drin, dann kann nämlich der kleine Disiax auch noch gleich gucken, was hier bei mir so abgeht, weil ich habe wieder 2,8 Mille, die ich gerne gegen eine Wand werfen würde und ich glaube, ich werde dafür einen Bogiturm upgraden, weil alles andere wäre halt, glaube ich, ziemlich unlegit. Ja, aber bei dem Town-Hall-Level kann man halt auch noch einiges mit 2 Millionen ja, genau, genau, fast richtig, 3 Millionen genau. Machen im Vergleich jetzt irgendwie. Ja, das stimmt. Nee, dann hauen wir das nämlich hoch und dann sind wir damit dabei. Ich habe das echt verpeilt. Ich habe im letzten Video, oh, hier schön 10 Halloween-Kessel. Ja, und dann sagt mir ein Abonnent, ja, guck mal genau hin, das sind sogar 11. Oh. Und ich dann denke mir, nein, Alter, wie kannst du so daneben gewesen sein? Vollkommen richtig. Guckt euch bitte gerne nochmal das andere Video an. Bei, ich glaube, 20:19 könnt ihr das sehen. Und da seht ihr, dass hinter der dunklen Kaserne ist noch ein Kessel. Also der hat einfach mal standardmäßig ganz swaggy 11 Halloween-Kessel gehabt. Stand Donnerstag, 19.11. Also von daher ziemlich geile Scheiße. So, jetzt gucken wir aber mal. Ich glaube, ich werde jetzt gleich nochmal einen Wechsel machen, weil jetzt haben wir ja hier gezeigt, was hier so gemacht wurde. Und deswegen wechseln wir mal. Hallo, Johannes Gerell. So, da sind wir wieder. Mittlerweile ist der kleine Lichtle noch mit dabei. Oh, hallo. So, siehst du es auch, ja, oder? Ja, ich sehe alles. Willst du nochmal einen perfekt ausgeführten Queen Walk sehen? Auf jeden Fall. Dann gucken wir mal. Jetzt kommt's. Ja, aber du musst ihn schon live. Natürlich. Wenn wir von perfekt ausgeführt reden, reden wir natürlich von live. Junge. Ach so. Klar. Also komm, Gameplay kann jeder. Gameplay ist. Ja, live. Nee, also ich habe bis jetzt jedes Mal beim Queen Walk gefailt. Aber gut, ich mache das Ganze immer bei Rathaus-Szenen, da ist es ziemlich schwer. Ach, nichts ist. Wie gesagt, ich krieg das auch beim Rathaus-Szener hin. Ich kill auch die Inferno. Ja, aber sobald der Inferno auf deine fucking Queen schießt, bist du einfach mal gebumst. Nein. Na klar, was denn sonst? Nein, weil du dann die ragen kannst und dann kommt die Rachel raus und dann ist alles cool. Was willst du denn ragen, wenn du kannst die Inferno... Du kannst die Queen... wenn du die Ability im Bereich der Queen, der Infernos zündest, kann sie nicht mehr angegriffen werden. Und in dem Bereich kannst du gerade den Inferno killen. Ja. Richtig. Aber du weißt ja. Hier, guck mal hier, 2,3k ist nicht schlecht. Und der hat auch Gold. Deswegen sagen wir einfach mal hier. Und jetzt guckt her, nur mal so. Queen zuerst. Nicht irgendwie vorher mit Barge irgendwie clearen. Sondern erstmal so, dann gucken, wo sie hin will und dann eben was dagegen tun. Jetzt gucken wir mal, was wir hier machen. Jetzt will sie garantiert danach noch das Town Hall snacken. Das machen wir mal mit ein paar Barbaren klar. Let it go, let it go. Sehr geil, die Sechs. Can't hold it back anymore. Okay, Spaß, aber es gibt so einen Remix davon, der ist übel geil. Ja, genau. Den suche ich gerade. So, ja, achso, Disiax ist ja noch immer dabei, klar. Das wusste ich. Nee, ja. Ich bin mitten in der Aufnahme einfach gegangen. Ja, das weiß man bei dir nie. Oh, hat der echt die Mauerbrecher gekillt? Ich glaube es nicht. Und jetzt nochmal. Nein, da hat es geschafft. So, und jetzt haben wir eigentlich schon gewonnen. Ihr habt es gesehen, der King ist noch nicht mal gedroppt. Warum auch? Ich brauche auch nicht meinen Poison Spell. Und jetzt gucken wir mal, aber jetzt hau ich mal mit dem King hier draußen lang. Und ihr wisst, wir sind immer noch directly dabei. Also es ist kein Gameplay, es ist einfach nur real stuff. Nein, du fakest einfach nur, ach denn so, das genau. Gameplay ist voraufgenommen. Ja. So hier das jetzt sehen wir nämlich auch beide gerade gegen die Riesen halt eben auch total easy peasy, ganz klar. Also Leute, wir sehen ja gerade in der Bildschirmübertragung, Guso hat seinen Flash-Player offen. Wird sein, Alter. Ah, jetzt hab, das war aber ein Fehler. Das war jetzt ein Fehler mit den Mauerbrechern. Oh, ja, Glück gehabt. Glück gehabt, weil die jetzt nämlich rausrennen können. Jetzt Lichtle mal, ganz abgesehen davon, ja. Was wollte ich denn jetzt nochmal fragen? Alter, was wollte ich jetzt nochmal fragen? Ach, genau. Okay, Guso, du kannst das Ganze echt. Also, ich bekomme das nie hin. Wollten wir jetzt eigentlich GTA streamen? Und es ist ruhig. Ja. Hä? Keiner weiß die Antwort. Nice.
Es geht um COC und es geht einfach mal um den Queen Walk. Ja. Und ja, ja, klar, aber alle, die sagen, ich kann nur das, sag ich nur, immerhin kann ich etwas. Also ich kannst du eigentlich Go-Wipe und so Sachen? Doch, eine Go-Wipe kriege ich mittlerweile auch hin. Doch. Das geht so gegen eine Tau 07, da. Nee, aber hier, Lichtle, streamen wir jetzt eigentlich GTA heute? Nee, es geht sich nicht mehr aus vom Download. Warum? Weil das irgendwie so 20 GB hat und jetzt noch eine Stunde 40 bis zum Stream sind. Hä, Digga, 40 GB downloadest du eh in der Zeit. Nein. Doch klar. Nein. Ja, was hast du für eine Leitung? 100K. Alter, diss mal bitte den Diesel, ja, den Lichtle nicht so, ja? Ja, so. Für 10 GB brauchst du etwa 1,5 Stunden. Hier sehen wir jetzt gerade... Nein. Zuhören, ihr habt hier gerade ein fettes Gameplay gesehen. Ja, aber das Ding ist, von den Ressourcen war das jetzt nicht so geil. Ja, das waren 2,3K, Junge. Muss man ganz klar sagen. Vom Gold, oder wie? Nee, genau, vom Alex, vom D-Alex. Achso, ich hab's gar nicht gesehen. Deswegen habe ich doch nur angegriffen. Ach so. Oh, Queenwalk. Du bist ja immer deine Helden am Appen, gell? Ja, klar, läuft. Ja, ich hab die seit 2 Jahren nicht mehr geupgradet. Sieht man. Nee, die sind nämlich auf 31, Gusewa. Ja, richtig, aber die waren zuvor schon auf 30. Bitches. Ja, okay. Als ob ich das nicht wüsste. Nee, aber also es kann sein, dass du auch lügst. Ach so, ja, es könnte natürlich sein. Wenn ihr denkt, der Guso lügt, dann gebt ihr bitte einen Daumen nach unten. Und wenn ihr ganz genau wisst, dass er natürlich die Wahrheit gesagt hat, dann lasst ihr einen Daumen nach oben da. So, nee, was machen wir jetzt noch? Ach so, genau, wir gucken noch mal ganz kurz in den Clan rein. Ganz, ganz kurz. Ich weiß auch nicht mehr, wie der heißt. Scheiße. Das ist... Doch, ich... Nee, egal. Nee, aber übrigens, ich wollte mal ein bisschen Respekt aussprechen dafür, dass du unseren, ich sag mal, alten Nebenclan so gut führst. Das ist echt geil. Also jetzt so Keep Calm und so. Ja. Da war ich ja auch eine Zeit lang drin und ist echt einfach mega cool. Ja, ja, stimmt, nee, das war doch mal euer Community-Clan. Irgendwie. Ja, ja, das ging, genau, jetzt quatschen wir nochmal hier so ein bisschen von früher und so. Es ging einfach darum, wie der Name halt schon sagt, wollten wir halt einfach, nein, nicht Abstand kann man nicht sagen, aber das... Nee, man kann sagen, dass wir einen Clan wollten, wo es jetzt nicht unbedingt nur noch um uns geht, genau. Sondern halt eben einfach, wo man normal miteinander reden kann, wo man ganz normal mit den Spielern interagieren kann. Und das war halt so in normalen Clans, die du erstellt hast, einfach nicht möglich, weil einfach, ich meine, ist ja verständlich, die Leute kommen wegen dir in einen Clan und da möchten sie natürlich auch mit dir schreiben. Mhm. Und da haben wir uns gedacht, wir machen einen Clan, damit wir das Ganze verhindern, beziehungsweise haben dann einfach nur ja ein paar spezielle Member. Genau, haben einfach spezielle Member angenommen, die jetzt nicht unbedingt zu 100% nur wegen uns kommen und dadurch war das Ganze ziemlich gechillt. Oh, Alter, der Remix geht gerade über. Okay, beim Clan läuft aber nicht so gut, Guso. Inwiefern? Nee, der ist doch nur für Gameplays. Weil du ach so, jetzt das ist ein anderer Clan. Ja, nee, du warst ich dachte gerade, nein. Keep Calm gehen dauernd die Leute. Nein, nee, und das wollte ich jetzt einfach laufen lassen. Jetzt würde man natürlich normalerweise sagen, bei dem Loot greift man doch nicht an. Aber es geht mir halt in dem Fall um den Queen Walk. Besonders, es ist eine Einser-Queen. Ja, keine Elver-Queen hier, das wäre so und so. Nein, eine Einser-Queen. Und gucken wir mal, was hier mit der Einser-Queen gerasert wird. Und ja, wie gesagt... Das Wort ist einfach auch schon wieder neu im Lexikon. Das stimmt allerdings. Genauso wie Alpha-Kevin. Ja, aber das benutzt keiner. Nee, das darf ja nicht benutzt werden, weil es ja wieder heißt, das wäre ja eine Diskriminierung. Aber ich meine, wenn ich sage, Gesichtsanfrieb... Anus Gedder ist ja auch eine Diskriminierung, da fühlen sich halt die Anusen. Ah, die halt Anusen, so, Alter. Ja, ich meine, das ist halt wirklich so. Die Anusen, Alter. Ja, also ihr ja, sitzt... Ja, ich meine, ärgert sich dein Anus da nicht, wenn dann irgendwie sowas kommt? Ich werde wieder beleidigt. Stell dir mal vor, dann redet man. Oh nein, Alter. Ich bin doch nur ein kleiner haariger Po. Ja. Nee, also, erzähl. Nix. Hier, überlegt mal, wie ihr einfach mal in dem Clan drin ist, Monster Energy. Läuft. Auf jeden Fall. Also ich habe echt schon überlegt, dass man die echt mal anschreibt und dann war ich schon auf deren Seite, von wegen Sponsoring. Und dann dachte ich mir aber auch, kann man die wirklich anschreiben? Ich war noch ein bisschen zu... Warum? Naja, wegen Sponsoring halt, wa? Ja, warum kannst du nicht anschreiben? Ja, nee, ich war da ein bisschen zu feige. Muss ich ganz ehrlich gestehen. Ist halt wirklich so. Aber jetzt ohne Spaß, warum? Wo bist du feige? Was bist du feige? Ich wollte Monster Energy Drinks anschreiben.
ob sie mich ein bisschen sponsoren. Und weil alleine schon, weil ich die Aufkleber halt so mega geil finde, mit diesen Krallen halt da, mit diesen, ja, kennt er alle. Und hier nebenbei, der Queen Walk mit der 1 läuft, oder? Ich muss einfach ganz klar sagen, ich trinke keine Energy Drinks. Ich trinke auch keine Energy Drinks. Okay, ich trinke. Ich würde es, wenn dann, also jetzt auch ohne keine Spaß. Energy Drinks. Ich habe, ich kann aber, das, wartet mal, ich blende hier mal das Foto ein. Ich habe mir heute einen kleinen, also einen kleinen, heißt, Vorrat an Energy Drinks gekauft. Und zwar gab es natürlich bei, jeder, ja, Ruhe, genau. Es gab bei Lidl wieder, also Hashtag Lidl, es gab bei Lidl wieder für 88 Cent Rockstar Energy Drinks 0,5 Liter und da musste ich einfach zuschlagen und habe einfach mal 24 Stück gegönnt. Läuft bei dir. Ja, das sind 8 Euro Pfand. Wie? Naja, 8 Euro Pfand halt. Ah, stimmt, stimmt, stimmt. Ja, überhaupt, also ich weiß nicht, in Deutschland ist alles so teuer, so von Flaschen und so. Ich weiß nicht, ob das nur in der Deutschen Bahn so ist. Auf jeden Fall habe ich dafür 2 Wasserflaschen 8 Euro gezahlt. Ja, in die Bahn, Junge. Ja, okay, das kannst du echt nicht. Das ist genauso, ja, als würdest du im Kino sein. Also, aber das muss ich auch sagen, das ist auch irgendwo echt unverschämt, sowas. Also, ja, ich meine, das ist eine Wasserflasche, die kostet, wenn dir die einkaufen, vielleicht 30, 40 Cent. Ja. Die verkaufen die um das Zehnfache. Ja, ja, das stimmt schon. Das ist richtig krass. Ja, das, aber die müssten die auch erstmal zur Bahn transportieren. Ach so. Scheiße, das müsst ihr auch erstmal berechnen. Und, die genau, kosten. Genau. Und dann erstmal, ja, überleg mal, zumal die ist ja dann auch schon ziemlich weit rumgekommen. Ich meine, die hat ja dann, ja, Erfahrung. Genau. Und das muss natürlich auch bezahlt werden, weil eine gewisse YouTube-Erfahrung wird dir ja dann auch bezahlt. Weil dann stehst du irgendwann da, wenn du jetzt zum Beispiel Simon Unge bist. Aber wie heißt der mit Nachname richtig? Weil der das heißt, wir reden jetzt echt darüber, dass Wasserflaschen Erfahrung haben, oder wie? Natürlich, ja, also eine gewisse Kilometerlaufleistung. Ich meine, beim Auto ist das natürlich negativ, aber bei einer Wasserflasche ist es eindeutig positiv. Weil du musst ja auch. Stimmt, also ich kaufe mir immer die Wasserflasche mit der meisten Laufleistung. Genau, richtig, ganz genau, weil die hat einfach ein gewisses Alter, die hat eine gewisse Reife. Beim Wein ist es genau, ja, dasselbe, also tu nicht so. Ihr müsst halt auch überlegen, wenn so eine Wasserflasche rumkommt, ne, die sammelt auch ja extrem viel Mineralien und so. Ach, auf jeden Fall. Ja, stimmt. Ja. Und die Sonneneinstrahlung, das heißt, die darfst du nicht vergessen. Genau. Und ja, die Chance, dass mal ein Penner reingepisst hat, wird auch höher. Ja, genau. Ja, komisch. Lichtler haut's wieder rein und wird gleich wieder unseriös. Wir müssen hier, genau, da gibt's doch diese Facebook-Seite. Wir müssen jetzt seriös wirken. Ja, genau. Die könnt ihr euch mal angucken, könnt ihr gleich mal ein Like da lassen. Ja, könnt ihr aber auch lassen. Sehr gern, könnt ihr aber auch lassen. Was ist denn das hier jetzt überhaupt? Was war keine das? Ahnung, Clash of Clans. Das war, ja, ja, schon klar, aber ich meine, das waren irgendwie Go-Hawk-Pee-Wee? Was? Naja, also guck mal, also es waren Golem, Pekka, Hawks und Witches, Wizards dabei. Irgendwie. Komisch. Nee, also, aber das stimmt schon. Mit dem Wasser und der Erfahrung. Mit dem Wasser, ja. Wasser und der Erfahrung und besonders der Deutschen, ja, Bahn halt. Also, ja. Hashtag Deutsche Bahn und so. Macht er die jetzt noch? Doch, der, guck mal, bei der Zeit macht er die auf jeden Fall noch platt. Um was soll es heute in deinem Stream überhaupt gehen? Wir spielen etwas. Okay, welches Spiel wird gespielt? Na, wie immer eine Stunde Clash und dann nochmal eine Stunde Let's Play Agario. Super Gaming. Also wie gesagt, also ich finde ja, dass ihr habt es ja dann gleich gesehen, also beziehungsweise dieses Video kommt morgen raus, das, ja, Agario-Video. Auf jeden Fall hat Agario beim letzten Mal richtig, richtig gezeckt. Ja, das war richtig nice. Oh, hier 99%. Oh, schlecht. Oh, shit. Ja, ist halt die Frage, ist das wegen der Zeit gewesen oder ist es, ja, gewesen, weil er einfach aufgegeben hat? Nee. Also ich Razer ja auch gerade schön in Agario rum. Oh. Mit 96 auch, Bots, mein Freund. Auch netter Loot, kann man sagen. Ah, und guck mal hier, 10 Dragos. Und guck mal hier, dann natürlich mega geil, hier die Luftabwehr schön weit draußen. Das ist natürlich dann ziemlich sweet. Und dann hier wieder den Föhn so reingestellt. Ja, vor allem die Luftabwehr auf, ja, Level 1. Das ist einfach er hat neu geupgradet und dadurch, ja, geht's ihm gerade nicht so gut. Wie viel sind das? 600.000? Aber guck mal, ich glaub, er hat Max drinne. Ja, aber die machen jetzt auch nicht. Ja, nein, die machen nicht den Damage. Das ist ganz klar. Nicht bei 10 Drachen. Das finde ich jetzt schon ein bisschen unfair. Da kommen jetzt gerade die Größen und die sind irgendwie so 40.000 groß. Ich habe nur so 6.000 oder so, aber ich spiele auch alleine. Fuck.
Hier, ihr seht es gerade selber. Was macht der Luftfeger hier? Das ist totaler Blödsinn. Das ist maximal ein bisschen Zeit schinden und das war es aber auch. Aber hätte der die Luftabwehr davor, sage ich jetzt mal, wäre das noch was ganz anderes. Dann würde man halt eben richtig schwer an die Luftabwehr rankommen. Aber wie gesagt, so ist das hier einfach nur ein Trauerspiel. Ist natürlich für Killer 3D ziemlich geil. Lichtle nebenbei, was macht ein Lichtle HD? Er meint so den Mensch oder mein Kanal? Nee, den Mensch. Lichtle HD. Lichtle HD. Ach so, den Lichtle HD. Ach so, ich weiß nicht. Hast du noch nicht abonniert? Also, wenn ihr mal richtig einen coolen Kanal sehen wollt, dann abonniert einfach den Lichtle HD. Das, da, es gibt ihn noch. Er hat ein Video. Oh! Hat er ein neues Video? Intro? Ja, er hat alle Videos gelöscht, aber hat ein neues Video. Okay. 950 Och nee. Och nee. 950k mit Bartsch, ja, okay. Da können wir das auch mal... Das ist das... Guso, bitte Live-Reaction, bitte blend okay. Das Video danach. Machen wir gleich, genau. Warum was macht, aber Lichtler, den macht eh ganz gute Videos. Ja, genau. Also genau. Finde ich. Ja, klar. Persönlich. Ich weiß jetzt nicht, was ihr so findet, aber... Aber guckt euch das, gebt euch bitte so mal schlecht. Kurz diesen Loot. Nebenbei ist natürlich ziemlich geil, dass man sich hier nochmal schön einen inaktiven Inferno einfach mal so getten kann. Das ist natürlich auch mal ziemlich geil für die Statistik. Ich meine, klar, für die Townhall 10er, die sagen sich, naja, klar, ist halt ganz normal. Warum ist dann jetzt da reingegangen mit den Magiern? Ja gut, die Base ist aber doch schon ziemlich, what the fuck. Das ist ja, und das vor hätte allem, ich aber vor allem nicht, der ich wäre nicht, nicht von der Seite reingegangen, ich hätte doch hier noch das Dunkle klar gemacht. Ich meine, klar, ich bin halt wieder so aufs Dunkle spezialisiert oder fixiert oder wie auch immer, aber auf jeden Fall ist natürlich ein geiler Loot, ganz klare Geschichte. Und ich habe wieder eine E-Mail bekommen. Ja, ich bin noch mal ganz kurz weg, bis gleich. Bis gleich. 1,1 Millionen. Alter, ich habe gerade, Uso, du kannst auch mal ins Video einblenden, wie ich gerade upraise. Hier, warte, ich mache jetzt ein bisschen mal einen Traum. Aber du darfst jetzt nicht deine geöffnete Hose zeigen, ja? Nicht hier so wie à la Chatroulette oder so. Ja, hier willst du mal schauen. Blenderst du es im Video ein? Ja, klar, ist im Video drin. Also, guck mal, Leute, wie ich upraise, Leute. Und das bin in mehr oder weniger bin alles ich hier. Ja, genau, das mit ist der kleine Diesel. Ultimativen Agarbots.net Bots. By now. Nein, Spaß. Warte, komm, ja, darf ich dazu einfach mal in einem Video Werbung machen für dich oder was? Ja, ja, klar. Also ja, ihr könnt bei Agario euch halt Bots von dem kleinen Diziaks und Lichtle da holen und dann sieht das ja, ungefähr sind so. Ja, nicht. Und oh mein Gott, Alter. Jetzt seht ihr schön hier. Jetzt Achtung, der ultimative Skiller jetzt, Achtung. Jetzt macht euch bereit. Oh fuck, Alter. Okay, ready. Oh fuck, gar nicht so gut. Oh, hast gesehen? Oh yeah. Hast gesehen, wie ich ihn gerackt habe? Aber guck mal, was er jetzt gerade macht. Verkackte 12k und jetzt werden sie so gerasert, Alter. Na, guck mal, mit Razern ist da nicht mehr viel. Deine Sache. So, jetzt lassen wir mal weiterlaufen hier. Du spielst schön weiter Agario. Und ich lasse hier mal schön das fette Gameplay weiterlaufen. Mr. Baby & Co. Und schön mit Riesen vorgegangen auf jeden Fall. Und dann hinterher mit Bartsch und auch Kobis, was ziemlich geil ist. Also wenn man da immer noch ein paar Kobis, besonders hier in dem Bereich, hier könnte man noch schnell den Magierturm eventuell wegballern und dann halt schön in die Ecken schnell mit... Warum die Kobis hier gedroppt? Okay, die hätte man hier einfach droppen können. Aber gut, okay. Passt auf jeden Fall. Mega Loot auf jeden Fall. Ganz klare Geschichte. Überleg mal, ich hätte den Live-Queen-Walk verkackt. Aber naja, es passiert. Das wäre ultra, nicht. Das wäre so low gewesen, ohne Spaß. Da wäre, oh mein Gott, Gusa, das wäre so schlecht gewesen. Du hättest mich gleich deabonniert. Ja, ohne Spaß. Ich glaube, du hast mich gar nicht abonniert. Doch, klar. Muss ich gleich mal reingucken. Läuft auf jeden Fall mega geil. So. Aber Shit-Troops, ja, man kann halt echt daneben liegen. Naja, was heißt Shit-Troops? Ich meine, die Bogies 3, du wirst es nicht umsonst erst auf 3 haben, ganz klare Geschichte. Und da kannst du natürlich besonders dann, wenn du erst die Bogies auf 3 hast, kannst du ja in deiner Base mit den, sage ich jetzt mal, fast 600k natürlich richtig was machen. Oder waren es nicht sogar 700k fast?
Ja, ärgerlich, ärgerlich, schade. Das lag nicht unbedingt nur an den Shit Troops, das hättest du vielleicht ein bisschen besser machen können, aber klar, also war schon. Ich meine, die Dreier-Bogies, die können halt echt noch nicht so viel. So, Queen Walk, da gucke ich mal. Ah, das mag ich immer gerne, wenn ich sehe, wie das jemand anders. Kleinen Moment, gucken wir. Geben wir uns mal ganz kurz. Wir wollen hier in die Mitte rein. Auf jeden Fall. Und da kommst du auch rein. Und die Luftabwehren stehen hier noch ganz nice. Das passt. Und du gehst hier in die Richtung, würde ich reingehen an deiner Stelle. Obwohl man auch von oben kommen könnte. Von oben würden die Luftabwehren besser stehen. Dann könnte man die noch besser wegballern. Aber jetzt gucken wir uns das mal an. Also wie gesagt, von oben wäre es noch ein Ticken einfacher. Weil da, hier stehen sie zu weit auseinander schon fast. Aber jetzt gucken wir mal. Und die sind auch nur Level 3, die Heiler. Und ihr seht es hier, zweimal Einzelschaden und das geht schon weg. Ah, das wird eine knappe Kiste. Weil du hast halt auch keine Mauerbrecher. So, ja genau, hier noch wegschnetzeln, dass du halt wirklich, ja, weil du halt, genau, dass du das noch clearst. Sonst rennt die dir halt eben nicht. Alter. Rein. Ich race gerade so hart, gell? Ohne Spaß, Alter. Ich bin mit meinem Bot Erster und Zweiter. So, ich hab gerade das Number One Team noch ausgeschaltet alleine. Ich bin jetzt bei. Wie und viel? Hier darf jetzt nicht viel passieren. Hier darf nicht viel Einzelschaden passieren, sonst bist du halt wirklich am Hintern. Und ja, genau, die rennt jetzt höchstwahrscheinlich außen rum, weil halt da noch die Minen waren, ja. Und jetzt müsstest du aber gleich reingehen. Genau, einwandfrei, ganz genau, weil alles andere draußen jetzt weg ist. Und jetzt im besten Fall halt noch richtig schön abliefern. Alter, jetzt mit den Riesen. Das wird eine enge Kiste. Das wird jetzt ganz ehrlich, das wird eine enge Kiste. Du hast noch ein paar Bogies. Oh, du hast Glück gehabt, echt. Dass du echt noch die Bogies hattest. Weil wären die nicht da gewesen, die hätten deiner Queen die Hose ausgezogen. Wirklich viel, viel Glück. Aber wie gesagt, ey, das ein Pech ist das andere ein Glück. Ganz klare Geschichte. Hier noch schnell den Luftfeger. Und jetzt sogar noch... Oh, mega nice. Mega nice. Also hast echt richtig Glück gehabt. Ich meine, vom Loot her noch gar nicht mal so krass. Aber ja, sieht man halt eben... Ab einem höheren Level lohnt sich der Queen Walk halt noch viel, viel mehr. Klar, ich hätte den komplett nackig gemacht. Also, so ungefähr. Kennt ihr diese Taktik? Gucken wir mal, ob wir diese Taktik kennen. Kleinen Moment. Also, Hawks, Wizards und dann halt eventuell einen Queen Walk. Mal gucken. Ja, also das sieht schon so nach Queen Walk aus. Und da ist wohl so das Ziel, wa? Mit 3,5K. Dunklem. Weil in Minen und Sammlern ist auch nicht so viel. Also ich denke mal, er will wirklich halt rein. Ganz klare Kiste. Jetzt bin ich gespannt, wie die Mauer... Genau, exakt, ganz genau. Das war mir nämlich vollkommen klar, dass die nicht hier reinrennen, sondern erstmal wirklich hier draußen. Aber das kann man halt nicht umgehen. Hier hast du noch echt Glück gehabt, dass der... Dann müssten jetzt die Nächsten da reingehen. Das müsste jetzt passen. Okay, Queen läuft selber so. Ich hätte hier draußen auch schnell geklärt. Alter, da hast du Glück gehabt. Echt, da hast du wirklich Glück gehabt. Clear das Ding hier. Mach das noch schnell fertig. Das kann dir sonst schnell um die Ohren fliegen. Ja, okay, die Queen ist dir leider um die Ohren geflogen, klar. Das hat nicht so ganz geklappt. Warum eigentlich habe ich eigentlich noch Bildschirmertragen an? Weiß ich nicht. Also, ich hab dir nicht zugeguckt dann. So. Schade, schade, dass dir die down gegangen ist auf jeden Fall. Jetzt gucken wir mal, was hier noch mit der... Ich meine, du hast halt die Möglichkeit genutzt und gesagt, gut, okay. Ja, aber die Schweine haben dir für die Def natürlich noch was gebracht, aber für den reinen Loot gar nichts mehr. Schade. Ärgerlich.
Queen Walk mal ganz anders erfolgreich verteidigt. Das ist natürlich auch geil, wenn du einen Queen Walk verteidigt hast, Dido. V-Power. Okay. Ah, okay, das heißt also, der haut wirklich in der ersten Session, haut der halt ordentlich Riesen raus. Um halt die Dev auszuschalten, hat er einen Vorteil, dass er halt Zeit spart. Ganz klare Geschichte. Er spart Zeit und kommt halt relativ schnell in die Base rein. Aber dafür hat er dann halt nicht mehr so viel zum Clearen und für die Heiler. Aber effektiv hat er noch 4 Stück. Also das ist eigentlich ganz nice. So, King kann jetzt gedown gehen, ganz genau. Jetzt bin ich aber mal gespannt. So, jetzt spammt er hier seine Heiler. Und er hat auch noch die Ability. Ah, jetzt müsste es doch richtig blöd für ihn laufen, wenn die nicht auf das Dunkle geht. Doch, die geht aufs Dunkle. Ah, hat er. Das ist echt. Das ist wirklich knapp. Und jetzt noch den Altar, weil der Altar das nächste wäre, ganz genau. Dann Minenwerfer. Ja. Alter, richtig, richtig knappe Kiste. Da hast du Glück gehabt, V-Power, auf jeden Fall. Ich meine, der Gegner ärgert sich natürlich übelst den Schwanz ab. Das ist ganz klar. Glück gehabt. Glück gehabt, erfolgreich verteidigt. Ja. Echt krass, fast eine Mille. Bitte zeigen vom Jakob. Wie gesagt, gebartscht. Wir schauen drüber, klar. Lichtle müsste sich gleich fertig machen für den Stream, wa? Naja, hat noch einen Moment. Ja, ein bisschen hat er noch, ganz klar. Aber wie gesagt, für mich ist halt eben auch wichtig, dass ihr halt nochmal zusätzlich halt seht, wirklich, hier uns gibt es halt eben einfach noch. Also dieses Zusammenhalten ist halt immer noch so da. Nicht so, Lichtle hat jetzt so viel Subs und deswegen hat er mit den anderen gar nichts mehr zu tun. So ist es halt eben wirklich nicht. Er ist halt noch wirklich so wie zuvor, sag ich mal, der Tite Boy von nebenan. Und dann passt das. Der Tite Boy von nebenan. Genauso wie. Aber du. Da hast du schon recht, ja. Riesen und Heiler. Ist natürlich immer eine geile Kombi, auf jeden Fall. Und hier wird es jetzt ein bisschen tricky. Hier werden garantiert irgendwelche Spring Traps drin sein. Ah, nee, Glück gehabt. Ah, doch, naja, war klar. War halt einfach klar. Ja, und hier Riesen und Heiler, klar. Riesen und Healspell. Einwandfrei. Die räumen hier richtig gut auf. In Verbindung mit den Magiern halt geht das richtig gut weg. Aber noch ist der Loot nicht so übel, aber ich denke mal, der kommt noch. Hast du dir eigentlich noch irgendwelche Ziele gesetzt, bis Town Hall 11 rauskommt? Also möchtest du noch irgendwas upgraden oder so? Ich bin ja erst Town Hall 9. Ach so, stimmt. Da war ja was. Und da gesagt, war ja was. Also ich bleib mindestens das nächste halbe Jahr auf jeden Fall noch Town Hall 9. Ganz klare Geschichte, weil es einfach, weil ich noch nicht weiter bin. Ganz klar. Loot von The King. Ja, auch auf jeden Fall geil. Und ich finde das ziemlich geil, dass ihr einfach alle mit dem Queen Walk das probiert. Und klar, ist natürlich wirklich jetzt die Wahrscheinlichkeit halt wirklich hoch, dass wenn das wirklich super viele machen und das wirklich so episch läuft, dass halt wirklich irgendwann ein Update kommt. Dass es dann heißt, zum Beispiel Heiler aktivieren doch die Fallen oder sowas. Und dann kannst du so ein Ding schon mal nicht mehr bringen. Ganz klare Geschichte. Inwiefern jetzt Heiler aktivieren die Fallen? Na, die Heiler aktivieren die Fallen ja momentan nicht. Wenn du jetzt eine Suchbombe hast oder sowas, wird die vom Heiler nicht aktiviert. Ach so, ja, okay. Ich weiß, dass du das nicht wusstest, aber das ist okay. Ja, ich bin halt übel den ab.
Hier, jetzt muss man hier aber wiederum sagen, klar, du machst es dir einfach, also The King macht es sich einfach mit den 4 Erdbebenzaubern, aber du verknallst natürlich dann auch wieder, 125 kostet einer, richtig? Auf Level 1. Bin ich der Meinung, 125. Also es wären dann einfach mal wieder 500, die dann einfach mal nur für die Spells weggehen. Aber hier seht ihr es einfach wirklich, auch eine 5er Queen, also wie gesagt, drunter würde ich es nicht ausprobieren, weil ihr halt die Ability nicht habt. Das geht sonst ziemlich schnell in die Hose, aber ansonsten ist das auch mit einer 5er Queen machbar, sagte ich ja auch am Anfang, dass das halt eben auch mit einer 5er Queen machbar ist. Netter Queen auf jeden Fall. Ja, Queen War. Aber man sollte schon die Ability, achso stimmt, man kriegt ja mit 5. Netten Siegbonus. So, ich mache jetzt erstmal das geile Thumbnail. Ja, also Thumbnails, die kann der Dizyax ja echt wirklich gut. Also mit Photoshop hat das. Ja, muss man ja mal sagen. Ja. So, der KBC aus Chicken Hunters sendet uns den. Oh, der Jump ist natürlich geil. Go. Alter, wie er schön instant erstmal schön die 2 Infernos direkt erstmal freest. Richtig nice. So. Und jetzt, klar, bei der Masse an Riesen kann der Inferno dann auch nichts mehr machen. Alter, richtig gut gemacht. Und halt erstmal auch wirklich direkt von der anderen Seite angegriffen. Halt wirklich gesagt, gut, okay, komm, hier, Town Hall will ich erstmal gar nicht. Ich mache die 50% eh locker. Einwandfrei. Du wusstest halt wirklich, was deine Truppen können. Du wusstest, wie der Angriff verlaufen wird, sag ich mal. Und fertig. Sieht man ja, du hast deinen Truppen vertraut. Sonst hättest du ja hier irgendwie schon mal probiert, ein bisschen was zu ruppen. Aber du hast dir gesagt, nein, brauche ich gar nicht, habe ich gar nicht nötig. Fertig. Finde ich richtig geil. Finde ich richtig cool. Und jetzt sagt sich die Sirx, oh, was erzählt der hier? Scheiße. Nee, ich bin hier gerade nur am Concentraten, weil mein Photoshop ist halt eigentlich so eine richtige Missgeburt. Wenn man da eine Ebene kopiert, also wenn ich das erste Mal in einem neuen Dokument eine Ebene kopiere, dauert es einfach 200 Jahre und dann dauert es so eine Sekunde. So total behindert irgendwie, keine Ahnung. So, jetzt gucken wir hier nochmal einen Queen Walk an. Das wird hier ja echt übel, das Queen Walk Video. Ey, wir sind schon bei 34 Minuten. Alter, werden jetzt die Videos echt wieder was länger? Level Schreibt 15. mal in die Kommentare Hashtag Erdegesicht, wenn ihr noch am Start seid. Ah, der 15er King, der gibt ihr schon richtig gut. Und der 3er X-Bogen ist jetzt auch nicht so verkehrt. Ja, Glück gehabt, echt. So, nice. Wie gesagt, da halt wirklich zu beachten, war in dem Fall richtig gut, dass die Mauerbrecher halt wirklich im Rage waren. Aber ansonsten wirklich gucken, dass halt echt die Heiler mit drin sind im Rage. Dass man guckt, ah, wie könnte das so passen, dass ich wirklich Queen und Heiler drin habe. Dass die Heiler halt wirklich auch geraged werden. Ganz klare Geschichte. Ansonsten bis jetzt hier ganz nice. Und dann hier... Dann da, nee, genau, dann da und jetzt in die Richtung, ganz genau. Jetzt, das sollte safe sein, das sollte ganz easy gehen. Sobald die Tesla anfängt, wird die Queen nicht auf den Luftfeger gehen, sondern dann auf die Tesla. Guck mal. Ah, nee, okay, ich hätte gedacht, die lässt sich dann ablenken. Aber jetzt als nächstes, klar, Tesla. Immer noch nicht. What the fuck? So, ich bereite gerade mein neues nächstes Video auf YouTube vor. Jetzt, ich lag hier komplett daneben, Alter. Jetzt hätte ich nämlich gesagt, dann noch die CB, aber da hat sie sich schönes Dunkle gezogen. Auf jeden Fall geil. Die Mauerbrecher hätte sie sparen können. Aber ja, das ist nicht weiter wild. Das ist so Pillepalle. Und es ging ja einfach nur um das Dunkle in dem Bereich. Klar, wegen dem Rest braucht man natürlich nicht angreifen. Jetzt sogar noch schön Town Hall oben geplättet. Einwandfrei. Und sogar noch die 50, wa? Die kriegst du auch noch. Na, knapp. Knapp, aber easy ist bei Gold nicht wirklich relevant. So, gucken wir mal.
Erster Queen Walk mit 1, genau, hatten wir schon. Und eine Go-Wipe vom Sali. Und jetzt, na genau, sobald dann geklärt ist komplett. Weil sonst die Gefahr halt, Packers laufen rum. Jetzt können die kommen. Genau. Und vollkommen richtig, weil halt wirklich die Lager voll sind. Dass man da halt wirklich was an Start bringt. Vorteil wirklich, der King hat halt ordentlich Def zu bieten. Die Packers natürlich auch, klar. Und hier ist halt so übel, ich hatte das halt auch einmal mit dem Jump, ist ein Packer bei mir reingekommen und das ging so übel ab. Wirklich ein One-Hit auf mein D-Alex-Lager, bumm, war es weg. Ich dachte, was? Das ist richtig krass gewesen. Also wenn es überhaupt, dann waren es vielleicht 2 Hits, aber das war's. Es war richtig krass. Und ich habe da gesessen, nein. Ja, war, das hat schon wehgetan, echt. Weil das war so das erste Mal, dass die Base so, ja, auseinandergenommen wurde, richtig. Und dann stehst du da, oh, was. Richtig krass, kriegst du gleich so aufs Maul. So, macht voll, please. Ach so, das erste Mal richtig war dann halt auch richtig. Ja, so, dann verlassen wir den Clan wieder. Und das war's. Es ist ja wirklich noch mehr als lang geworden. So lange hätte ich es ja gar nicht gedacht. Aber, ach komm, wir hauen noch einen Queen Walk hinterher. Ja, komm. Haut der hier einfach mal die Stundenfolge raus. Ja, ich sehe das schon wirklich, aber ja, was soll ich sagen? Ich mach's halt für euch. Ja klar, wenn man muss auch ganz klar sagen, wenn man einfach halt mal gerade einfach mal Zeit hat, einfach mal Bock auf ein Guzo-Video hat, dann bringt's halt so ein Stunde-Video doch dann auch schon. Alter, 2,5K und das ist echt ein Low-Gegner. Schade, die Queen ist nicht dabei. Klar. Wäre natürlich jetzt echt fail. Und auch wieder den Luftfeger nach innen gestellt. Was ist er für ein Bob? Ja, okay. Da müssen wir kurz mal besuchen. Ich habe nicht viel zum Clearen. Da habe ich wirklich nur eine CB. Und dann hier halt wirklich noch 2 Bogies. Und jetzt zack, Mauerbrecher kaputt. Mega geil, dass hier noch kein Flächenschaden war. Somit konnte ich da richtig schön reinmarschieren. Und jetzt gucken wir mal, was er an der CB hat. Und wenn das nicht so der Knaller ist, dann können wir da richtig schön die Queen drauf losjagen. Ich hoffe, die rennt nicht raus. Und wenn ich jetzt hier die Mauerbrecher droppe, das mache ich erst, sobald der Magierturm down ist. Weil vorher macht das nicht wirklich Sinn. Das ist dann einfach, ja, Suicide. Ja, gehen wir mal da rein, dass wir also wenigstens so ein bisschen hier reinlocken können. Die kleine Knödelfee. Ah, schade, dass der die wieder aufgebrochen hat. Wäre schöner gewesen, wenn der drinnen geblieben wäre. So, jetzt gucken wir mal. Alter, bin gerade richtig gespannt. Ja, mach du da die dunkle Kaserne ruhig noch kaputt. Dann ist nämlich der Rest, denke ich mal, wieder dichter dran, dass du nicht rausgehst. Dass du dich schön drinnen austobst. Genau, bleib drinnen. Ja, genau, bleib drinnen. Oh, sehr geil. Hier die Mauerbrecher. Nein. Ah, oh, Mist. Gucken wir mal. Was passiert? Naja, die Mauerbrecher hat es halt zerbumst. Und die wären nämlich genau richtig gelaufen. Aber gucken wir mal. Hier ist noch Minenwerfer in der Nähe. Dann die X-Bows. Ich denke mal, die sollte nicht nach draußen rennen. Ja. Nice. Oh, der Guzo hat es wieder geschafft. War aber wirklich schon eine leicht enge Kiste, auf jeden Fall. Aber das war es auf jeden Fall wert. Ja, guck mal, ey, der hat nur 4... Der war gerade aktiv dabei. Der hat nur 4 Tropfen dunkles Alex in den Bohrern gehabt. Also der hat gerade rausgesammelt. So, jetzt können wir langsam mal hier den Rage reinknallen. Guck mal, ich habe erst 28% der Base, aber habe schon das Wichtigste abgefarmt.
Also habe schon einige Lager zerballert. Und jetzt hauen wir hier auch nochmal einen Rage rein. Hier mache ich es jetzt so, weil die Queen jetzt nicht wirklich gehittet wird. Sonst hätte ich auch gesagt, so, dass die Heiler im Rage mit drin sind, war aber für den Fall komplett egal. Dass die halt wirklich noch relativ lange die Queen selber im Rage drin steht. Das war jetzt für mich vorrangig. So, jetzt nochmal, dass ich halt wirklich die ganzen Lager wegkriege. Vielleicht sogar noch das andere. Ich hoffe es mal, weil sonst hätte es sich jetzt nicht gelohnt, den letzten Rage zu droppen. Ah, schade. Schade, ich hätte gedacht, dass er eventuell noch hier... Ja, war Wunschdenken. Aber egal, passt auf jeden Fall. Oh, ich habe verloren. 2,4k. Läuft auf jeden Fall. Das soll es gewesen sein. Jetzt sagt der Dizzyax noch Tschüss. Jo, bis dann, Leute. Ciao. Ciao.